Ich begrüße Sie zur 39. Online Bürgersprechstunde in Grimma. Herr Berger, schön, dass Sie bei uns wieder im Studio sind. Wir haben heute ein sehr volles Programm. Wir haben einige Fragen erhalten an bürgerdialog.muldental.tv. Zu Beginn beschäftigen wir uns mit der Energiekrise. Sie haben ja den Demonstrationsaufruf von Dachdeckermeister Johannes Heine unterstützt. Die Demo fand vergangene Woche, vor, zwei, vor einigen Wochen statt. Welches Fazit ziehen Sie zur Veranstaltung? Es ging ja darum, äh, das, da kann ich sich auch für Hannes mitsprechen, es ging ja darum, mal zu zeigen, dass nicht die Ränder der Gesellschaft, die immer von sich behaupten, sie sind das Volk, hier eigentlich die Mehrheitsmeinung bilden, sondern dass das äh, viel, viel mehr sind. Und ich denke, das ist gelungen. Es waren schätzungsweise so 3000 Bürgerinnen und Bürger da. Davon sicher anderthalbtausend welche, die sonst nie sich politisch irgendwo artikulieren würden. Insofern war es schon ein Erfolg, ich denke schon. Es hat einfach mal gut getan, mal ein paar Dinge anzusprechen. Ähm, Im Ergebnis war es dann so, dass die, also das linke Spektrum, die haben gesagt, wir wären rechts und hätten uns nicht abgegrenzt. Die Rechten haben gesagt, wir wären links und hätten uns nicht abgegrenzt. Also waren wir so ziemlich in der Mitte. Und ähm, was mich so irritiert hat, ist eigentlich, dass es ja zunehmend so, dass man eben auch, gerade die, die Randgruppen, die hören gar nicht mehr zu. Es geht einfach bloß noch darum, rumzubrüllen, andere niederzubrüllen. Und das ist schade. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, da wurde dann von den, von dem, eher vom rechten Spektrum dann eben verschiedene Spruchbänder äh, aufgemacht und auch so richtig laut dann dazwischen gerufen. Und da habe ich ausdrücklich gesagt, dass wir das eben nicht wollen, weil wir wollen eben nicht die Regierung abschaffen. Wir wollen im Prinzip im Rahmen der demokratischen Mittel und der, im Rahmen der Demokratie wollen wir Dinge verändern. Das ist normale Politik. Und dass auch der oft die lautesten Rufer nicht mal die leiseste Ahnung haben. Das war schon klar. Das hat man natürlich nicht hören wollen, zumindest wieder von der anderen Seite nicht. Das ist tragisch. Also ich kann eigentlich bloß die beiden Rand, Ränder auffordern, einfach mal zuzuhören, nicht einfach bloß rumzublögen, sondern einfach mal zuzuhören und zu versuchen, mit den uns in der Demokratie gegebenen Dingen einfach mal Veränderungen herbeizuführen. Ich denke, unser Land ist extrem reformbedürftig in vielen Belangen. Und das wird von der Politik, das ist meine persönliche Meinung, einfach eben nicht ernst genug genommen und das, ich will jetzt gar nicht wieder da mich auslassen zu dem Krieg in der Ukraine. Also ich, ich bin da über viele Dinge nach wie vor fassungslos. Es ist schlimm, was da die Russen gemacht haben, gar keine Frage, oder der Putin, aber viele Dinge werden auch aus meiner Sicht jetzt genutzt, um die Reformbedürftigkeit unseres Landes zu kaschieren. So nach dem Motto, Putin ist an allem schuld. So ist es einfach nicht. Das muss man auch ganz klar und laut wieder sagen. Der Auftritt vom Ministerpräsidenten, der war natürlich anders erwartet. Also er ist ja auf die Bühne gegangen, hat dann vom russischen Aggressor gesprochen. Das entsprach sicher nicht den Erwartungen, sondern das ging eher in die Richtung, dass man eben von ihm, wie er es bisher auch gezeigt hat, erwartet, dass er sagt, wir müssen miteinander reden. Eine Forderung, die ich für legitim halte. Ich habe gestern gerade gelesen, dass selbst Vertreter der Evangelischen Kirche, glaube ich, jetzt fordern einfach miteinander zu reden. Also diese Kriegstreiberei, die da teilweise betrieben wird von verschiedenen Seiten, die finde ich nach wie vor Eben schlimm, das muss ich auch sagen, macht mich tief betroffen. Und das ändert auch nichts daran, oder da ist, ja, es, daran ändert sich auch nichts, wenn dann plötzlich der Bundespräsident eben nach, nach Kiew fährt und dann zufällig dort Luftalarm und dann zufällig in einem Bunker, wo zufällig 100 Journalisten warten und dann kommt zufällig ein Kind um die Ecke mit Blumen in Haar geflochten, überreicht dann eine weiße Friedenstaube und dann ist das am nächsten Tag auf allen deutschen Zeitungen und dann sagt man ja, ach, ist das. Das, das erkennen die Leute, das ist im Prinzip alles etwas aufgesetzt. Es gibt, wie ich es auch dort gesagt habe, es gibt immer ein davor. Das Ganze hat eine Vorgeschichte und es gibt auch ein danach. Und, so, und das dazwischen, welches jetzt hier mit Waffengewalt ausgefochten wird, das sollten wir so kurz wie möglich halten. Und das glaube ich, das passiert zu wenig. Insofern war die Demo richtig und wir haben uns auch abgestimmt. Das in Regelmäßigkeit zu machen, macht sich ja keinen Sinn. Wir das werden. War jetzt aber die Frage, wie geht es mit der Aktion weiter? Bleibt es bei einer einmaligen Sache oder ja, wird es wir, weiter ausgebaut? Wir werden das anlassbezogen machen. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man sachlich, aber laut seine Stimme zu gewissen Sachverhalten hier äußert und dass eben wir in der Summe als, als die, die breite Mitte der Bevölkerung und nicht einigen wenigen dürfen hier die Bühne überlassen. Das war unser Ansatz und ich denke, das ist gelungen. Vielen Dank an alle, die da geholfen haben. Wir kommen zum Blackout-Szenario. Sie haben dort im Amtsblatt die Bürger gebeten, sich mit dem Thema Notfall Notfallvorsorge zu beschäftigen. Ist die Gefahr eines sogenannten Blackouts tatsächlich gegeben? Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass die gesagt haben, es ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. So und das kann natürlich jeder interpretieren. Also ich habe selber bestimmt in den letzten fünf Wochen zehn Sendungen gesehen, die sich mit dem Blackout in Deutschland beschäftigt haben. Das ist sicher kein Zufall. Ganz technisch, wissenschaftlich betrachtet unterteilt sich Deutschland in vier Energieregionen. Ein davon ist Ostdeutschland. Unsere Energieregion zeichnet sich dadurch aus, dass wir aufgrund der geringeren Dichte an Industrie und der höheren Dichte an alternativen Energien sogar einen leichten Stromüberschuss haben. Kann übrigens jeder über die Herzzahlen der Steckdose ein bisschen nachmessen. Also 50,0 Hertz wäre das Optimum. Wir haben 50,2, glaube ich. Und in Westdeutschland, die haben... 49,8, also ein bisschen weniger. Das ist wirklich ein Indikator. Wenn es dazu kommt, dann wird es sicher am ehesten in Westdeutschland passieren. Dort werden dann entsprechende Großversorger abgeschaltet. Ob das durchschlägt im Prinzip auf ein großes Blackout deutschlandweit, keine Ahnung. Aber was wir dort gefordert haben, ist übrigens nichts anderes als das, was seit Jahren schon das Bundesamt für Katastrophenschutz fordert. Genau genommen ist das das. Und es geht ja nicht darum, dass die Leute sich jetzt zusätzlich Dinge anschaffen. Sondern der Hinweis ist der, Puffer doch das, was ihr eigentlich vom Supermarkt erwartet, dass der immer alles da hat, puffert das doch zu Hause. Das heißt, stellt euch doch für ein paar Tage einfach mal das Wasser zu Hause hin und dann könnt ihr ja das verbrauchen und wieder welches holen. Also man sollte eigentlich einen gewissen Lagerbestand an Lebensmitteln, an Tabletten, an vielleicht ein paar Kerzen, sollte man zu Hause haben. Also Dinge, die man in der Regel, Kerzen und nicht gerade, aber alles andere sind ja Dinge, die man sowieso verbraucht. Und die sollte man sich mal in einem größeren Quantum zu Hause hinlegen für einige Tage. Also damit im Falle eines Falles, was wir alle nicht hoffen, dann nicht im Prinzip jeder losrennt und denkt, nun, der Supermarkt äh, hat jetzt alles für die nächsten Wochen. Eine gewisse Vorratshaltung, das ist übrigens in vielen Ländern ist das schon immer Pflicht, da wird es sogar kontrolliert. Wir haben uns in Deutschland an diese perfekte Logistik und das Just-in-Time gewöhnt und da müssen wir uns einfach mal einen Schritt zurück. Und sollten das schon ernst nehmen. Ich selber habe mir auch Notstrom angeschafft. Und da kann man eigentlich mit ein bisschen Cleverness, ein bisschen Vorausschau sich viele Probleme vom Hals halten. Insofern ist das richtig. Übrigens, das, was wir ins Amtsblatt gemacht haben, ich habe das im Kreisverband des Stellunggemeindetages allen zur Verfügung gestellt und mich haben einige Kollegen angerufen, mit der Bitte das genauso veröffentlichen zu dürfen. Haben wir das euch gerne gemacht. Also das wird nicht nur in Grimma gelesen, sondern genauso in vielen anderen Kommunen. Der Breitbandausbau scheint eventuell ins Stocken zu geraten. Der Bund hat die Förderung des Breitbandausbaus anders als erwartet für die grauen Flecken gestoppt. Was bedeutet das für den Ausbau in Grimma? Ja, das, das hat mich und sicher auch alle anderen Kollegen massiv geärgert. Es bedeutet erstmal nichts für die sogenannten weißen Flecken. Also alle, die, die jetzt im Prinzip eine Zusage von uns haben die sogenannten weißen Flecken, das waren all die, die eine Unterversorgung haben, unter 30 Mbit pro Sekunde. Das sind in krimmers roundabout ungefähr 6.000 bis 7.000, glaube ich, müssten es sein. Und da läuft ja schon der Ausbau. Das sind diese ersten sieben Cluster. Das läuft, die werden davon nichts merken, die kommen auf jeden Fall. Diese grauen Flecken, und das ist diese Förderung, auf die wir uns beziehen, die ist gestoppt worden für all die, die noch on top kommen sollten. Das waren ungefähr noch mal 2.500 in krimmer Ich gehe davon aus, das Geld wird kommen. Es ist auch dem Bürger nicht zu vermitteln. Das ist existenziell. Das ist Daseinsversuche. Und es ist nicht übel nehmen. Es ist für jeden Scheiß hier Geld da. Also wir haben es daran gewöhnt. 100 Milliarden da, 100 Milliarden dort. Und da kann es nicht sein, dass es an zwei, drei, vier Milliarden jetzt plötzlich klemmt. Und dann wird hier Grimma, dann wird im Prinzip Deutschland äh, die grauen Flecken nicht mit Glasfaser versorgt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, da gibt es eine politische Lösung. Ja, da müssen Sie ein bisschen mehr drucken. Darauf kommt es, auf die 2 Milliarden kommt es nicht mehr an. Da äh, bin ich optimistisch, aber es ändert erstmal an den zugesagten Anschlüssen nichts. Okay. Kommen wir zu den Steuerschätzungen. Letzte Woche wurde mit der Veröffentlichung der Steuerschätzungen prognostiziert, dass die Einnahmen des Staates und auch der Kommunen steigen. Wie wird sich das dann auf Grimma auswirken? <laughs> das, ist, das ist eigentlich auch so ein Nonsens. Und zwar ist es so, äh, ich glaube, wir hatten letztes Jahr darüber gesprochen, wir haben ja in relativ solide gewirtschaftet, wir haben wirklich eine relativ geringe Pro-Kopfverschuldung, waren uns allen immer wichtig und so weiter. Genau genommen ist jetzt hier dem unverantwortlichen Tun Tür und Tor geöffnet. Es gibt einen Erlass des Innenministeriums, das so ziemlich jeden kommunalen Haushalt genehmigt. Erst war es die Pandemie, jetzt war es im Prinzip der Ukraine-Krieg. Unser Haushalt vorgelegt vor zehn Jahren bei der Rechtsaufsicht, wie gesagt, null Chance auf Genehmigung und Jetzt kommt hinzu, dass in den Medien eben kommt, die Kommunen haben traumhafte Steuereinnahmen, ja, das ist richtig. Aber die Steuereinnahmen haben erstens nicht wir, sondern das ist im Prinzip der Bund, der die einnimmt, der das dann verteilt oder das Land. Aber die resultieren ja nur aus dieser Inflation. Das heißt, es ist ja logisch. Wenn sich eine Ware um 10% verteuert, ist die entsprechende Mehrwertsteuer auch höher. So, das heißt, wir kriegen zwar ein bisschen mehr Steuer, aber wir zahlen ja selber die Energie, ist zischfahrer an dem, was wir vorher gezahlt haben. So das im Prinzip, um es einfach zu sagen, unsere, die, das bisschen mehr enorme Steuer kompensiert nicht im Ansatz, nicht im Bruchteil das, was wir im Prinzip aufgrund der Inflation jetzt mehr zahlen müssen. Also die, die Bedürftigkeit, die Unterfinanzierung der Kommunen wird eher noch größer. Doch nicht so positiv wie im ja, ersten. Ist Quatsch. Auf den es ist, ist auch so, ja, ist eigentlich unverantwortlich, sowas zu kommunizieren, weil der Bürger versteht das gar nicht. Wir kommen zu einer weiteren Stockung bei der Krimmerer Ortsumfahrung. Da haben wir auch in der letzten Sprechstunde darüber gesprochen, jetzt gibt es dort einen Baustopp. Wann wird das letzte Teilstück endlich fertiggestellt? Umgehungsstraße oder Abschnitt? Da laufen ja die ganzen Prüfungen. Das, keine Ahnung, das wird sicher noch einige Jahre dauern. Ich hatte es ja gesagt, also ich halte das so, wie es jetzt geplant ist oder so angedacht ist, halte ich das für eine Fehlplanung, das Ganze westlich von Waldbadau vorbeizuführen. Wie wäre im Prinzip Variante 2 die beliebste gewesen? Äh, weiß ich nicht, das läuft, ganz normal, Tippel, Tappetur, das kann in Deutschland zehn Jahre bedauern, äh, dauern. Interessanter ist Folgendes, wenn es interessiert, dass jetzt im Prinzip in die Offenlegung gegangen ist, die S11, das ist die Straße im Prinzip von Krimmer nach Großbadau und dort gibt es ja durchaus inhaltlich einige Knackpunkte. Also wenn es interessiert, mal im Tiefbeamten im Prinzip sich anschauen. Wir waren noch schon draußen, unsere Leute im Botschaftsrat, der Botschaftsrat stellt jetzt nochmal seine, Einwendungen zusammen. Es gab auch vor zwei Jahren bei mir, da hatte ich mal eingeladen mit dem Planungsbüro, Wirtschaftsrat, eine Besprechung. Dort geht es ja darum, dass ein Radweg kommen soll von Krimmer nach Großbadau. Der kommt, das ist jetzt ziemlich sicher. Da ist aber die Führung relativ unklar. Da gibt es Einwendungen sowohl in Krimmer Kerngebiet als auch Einwendungen draußen in Groß-Bartau. Dann geht es nochmal um diese Bushaltestelle. In groß das ist relativ unglücklich gelöst und aus meiner Sicht sehr unglücklich ist auch, dass man ähm, an der sogenannten alten Salzstraße, wenn man von klein kommt, dort ähm, eine Be Verkehrsberuhigung herbeiführen möchte durch so eine Art Flaschenhals. Äh, das, da will man links und rechts die Bäume wegmachen. Das ist ja, ich, ich halte es nicht so für zielführend, also ich denke, da gibt es auch bei der S11 gibt's viel zu diskutieren. Ähm, das müssen wir auch intensiv und schnell machen, weil dort ist zu erwarten, dass der Bau bald kommt. Ähm, anders als bei dem dritten Abschnitt im Gehungstraße, da wüsste ich nicht, wann der kommen soll. Also das ist, den ich, wie gesagt, auch inhaltlich für Unsinn. Das ist vielleicht die Brücke an der 14. Ehe no. gebaut. Dort fand der symbolische Spatenstich statt. Auch da wird es zu Verkehrseinschränkungen demnächst kommen. Was kommt auf die Grimmer zu? Da ja auch der Wallgraben ebenso gesperrt ist aktuell, warum ist dieser noch gesperrt? Ja, der Wallgraben, da ist gesperrt? ja diese, diese Gasleitung, das ging so hin und her. Man hat sich jetzt entschlossen, das doch zu machen seitens des Versorgers. Ich denke, das ist eine temporäre Geschichte. Brückenbau. Das ist natürlich äh, schon ein bisschen belastend. Da gibt es ja äh, zur Ortsverbindung Straße, Nerschau, immer wieder Einschränkungen. Das wird so sein, wenn auch temporär. Ich habe übrigens heute in der Post liegen in Schreiben. Da hatte ich mal nachgefragt, wie lange dort in Golson im Prinzip noch diese Einschränkung bleiben wird. Da hat man gesagt, die Plan Planung laufen. Da ist ja diese Ampelanlage auch schon ewig. Ist auch ein bisschen nervig. Dort will man uns demnächst zeigen, wie die Planung aussieht. Bin ich gespannt. Und es kommt im Prinzip ja auch zu einer Beschneidung des Radweges. Also, das darf man ganz klar sagen: Es wird die Urzverbindungsstraße wird, wenn auch temporär, immer wieder eingeschränkt sein. Der Radweg längerfristig über die Bauphase in Sicherheit nicht nutzbar. Ist so, es ist nicht ideal. Wir hatten es ja noch mal stark gemacht, dass auf der Westseite der Mulde ist ja die Baustraße um zwei Meter breiter asphaltiert worden, um dort den Umleitungsradverkehr zu ermöglichen. Also, dort ist man uns noch ein Stück entgegengekommen, aber es ist erhebliche einschränkungen aber aus meiner sicht unumgehbar, das muss man wirklich so sagen. Mhm. okay. schulbusverkehr wir haben heute viel mit einschränkungen und änderungen zu. Wir haben heute viel zu tun. Hm. Der, wir haben ein Schreiben erhalten. Der Personennahverkehr im ländlichen Raum wird ausgedünnt und laut einiger Aussagen sehr zu Lasten auch von Schülern, die nun zu sehr ungesunden Zeiten aufstehen müssen, um zur Schule zu gelangen. Wie geht die Stadt mit dieser Problematik um und wie kann dort auch eine Lösung gefunden werden, eventuell auch mit späteren Anfangszeiten in der Schule? Hm. Ja und nein. Und zwar ähm, nein zu der Ausdünnung. Und zwar ist es sogar so, ich weiß nicht, ob das die Dwight schon alle schon mitbekommen haben, es ist ja eben mehrfach Druck gemacht worden, es gibt jetzt eine, ich glaube, stündliche Anbindung der Weidschens nach mit dem Bus, das ist erstmal positiv. Bedingt dadurch ist das ganze System dort oben neu geordnet worden, und es kommt auch hinzu, dass äh, bedingt durch spezielle Anfangszeiten in Schulen teilweise Kinder mit dem Taxi gefahren worden sind. Verantwortung liegt ja beim Landkreis. Und da haben sich andere Eltern beschwert, sodass man jetzt gesagt hat, jetzt legen wir ganz eng wohl die Schülerbeförderungssatzung an. Und hat dann festgestellt, durch die neuen Busanbindungen da drüben ist es einem Kind, das darum geht, das perspektivisch ins Augustin geht, aus also Ostrau, äh, müsst, das müsste theoretisch. Jetzt mal ganz ungefähr, also so sind die Zahlen. Ich glaube, 5.30 Uhr loslaufen, würde dann, wer das so kennt, über die Wiese gehen, nach Chopper hoch, in die Bushaltestelle, in der Bushaltestelle vom Bus abgeholt werden, dann würde es, glaube ich, nach Ragewitz fahren, umsteigen, nach Grimma fahren. Damit das Kind dann in den höheren Klassen des Augustins früh um 7.05 Uhr anfangen kann. Und da muss ich klar sagen, das ist eine Zumutung. Also 5.30 Uhr, wenn auch dann, sagen wir mal, ein Kind in der 9. oder 10. Klasse, zwei Kilometer übers Feld zu schicken, jeden Tag, damit sieben auf fünf mit dem Unterricht anfängt, das stimmt irgendwas im System nicht. Das muss zwingend nochmal überdacht werden. Ich habe übrigens morgen früh dazu auch ein Telefonat mit der verantwortlichen Dezernentin oder Beigeordneten vom Landkreis. Das war aber im Vorfeld schon bekannt, dass das, das kann eigentlich sein. Also die Eltern haben dort völlig recht. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es ist für jeden Krempel hier Geld da, aber für solche notwendigen Dinge nicht. Und das Zweite mit diesen Schulanfangszeiten, das ist eigentlich eine Geschichte, die ist schon häufig diskutiert worden. Ich kann mich erinnern, damals, als das Säumehaus glücklicherweise neu gebaut werden konnte, war immer das gemeinsame Ziel, wenn das denn mal fertig ist und der große Speiseraum da ist, dann sollte dort aus diesem S-Schichtsystem, es sind ja extra damals, weil der Speiseraum so klein war, sind ja zwei Schulspeisungspausen eingeführt worden, also zwei große Pausen, ich glaube jeweils 25 Minuten. 25 Minuten und dann nochmal 25 Minuten Pause, damit die eine Schicht essen gehen, kann die andere. Und dann hieß es irgendwann mal, wenn das nicht mehr ist, und das ist ja jetzt so, dann können wir die Pause, da machen wir eine große Pause. Ich bin jetzt sehr ja rein fiktiv, ist meine Denke, wir machen als zweimal 25 machen wir dann einmal 30 Pause, alle gehen essen und schon hätte man wieder 20 Minuten gespart. Warum das immer so schwer ist, keine Ahnung, aber das ist wieder wahrscheinlich Deutschland, das ist eben so. Und dann reden alle rein und dann der hat die Befindlichkeit. Ich denke, das, das muss unser gemeinsames Ziel sein, 7.05 Uhr ist einfach für die Kinder eine Türmuldung. Also es, ist, es gibt ja auch Untersuchungen, dass man sagt, es ist, es ist aber 8 Uhr oder 9 Uhr, das halte ich für zu spät, aber bei uns früher ging das 7.30 Uhr los und, äh, und das war, denke ich, eine angemessene Zeit. Aber 7.05 Uhr, gerade mit dem Preis, dass das Kind hier 5.30 Uhr aufs Feld laufen muss, das stimmt irgendwas nicht. Das muss man ganz nüchtern sagen und jetzt... Wird es da viele Gespräche geben und viele, oft werden wir hören, das geht nicht und das Gesetz und nee, jetzt brauchen wir eine Lösung, müssen wir sehen. Also, ist in der Arbeit und auf der Arbeit. Ja, ich, ich verstehe die Eltern, also ich habe da, hab da auch bloß den Kopf geschüttelt. Also, ich habe das Schreiben auch bekommen, was ihr bekommen habt wahrscheinlich. Ähm, haben wir uns auch alle sehr gewundert. Ähm, aber es kostet natürlich alles wieder Geld, muss man auch sagen. Übrigens, ähnliches Problem ist auch für mich Shuttle unten. Da gibt es auch noch mal ein Gespräch. Das genauso. Klar kann man sagen, oben von der shuttle Höhe, die Kinder können auch Shuttle runterlaufen. Äh, bloß jeder, der das erzählt, oder soll mal sein eigenes Kind oder Englisch nicht lang schicken. Also, ich würde meine Kinder selbst mit 18 nicht im Dunkeln durch die Straße laufen lassen, weil dort hast du keine Chance, wenn ein Auto runterkommt. Und es, da muss drüber gesprochen werden. Hm. Dann wird darüber gesprochen. Der Hohenstädter SV. Dort gibt es einige Reibereien seit vielen Jahren mit den Anwohnern. Ein heftiger Konflikt zwischen einer Handvoll Anwohnern und dem Verein. Die Anwohner fühlen sich belästigt. Von Steuergeldern wurde einem Anwohner sogar ein Mauerbau ermöglicht. Ich gebe jetzt wieder, was in dem Schreiben an uns formuliert wurde. In der Hoffnung, dass damit Ruhe einkehrt. Leider finden die Anwohner immer neue Gründe, gegen den Verein zu schießen. Der aber eine hervorragende ehrenamtliche Arbeit leistet und sogar 120 Kinder sind dort hervorragend aufgehoben. Was zählt denn dort mehr? Die Befindlichkeiten von ein paar Anwohnern oder das Wohlergehen der Kinder? Wann wird denn der Streit beendet? <laughs> Wer auch immer das gefragt hat, das ist ein bisschen, ein bisschen tricky und auch ein bisschen... Bisschen polemisch. Also erstens ist es so, der Verein, ich kenne die alle dort gut, ähm, ob das der Wolfgang Schäufler ist oder alle, die dazugehören, der Manfred Wohllebe, top. Das ist wirklich einer der bestorganisiertesten Vereine. Kann man bloß einen Hut ziehen? Perfekt, gar keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann dazu gekommen, dass durch diesen Kunstrasenplatz, durch diesen Kleinen, der so eine, wie so ein Käfig eingezäunt ist, ist es dann eben zu einer erheblichen Lärmbelästigung gekommen, dadurch, dass die immer gegen diese. Gitter schießen die Kinder, das ist eben so, das scherbelt immer. Und ähm, wir haben dann mit der Mauer, das weiß ich nicht, ob wir die mitfinanziert haben, glaube ich nicht, sondern wir haben uns damals, die Amtsleiterin hat sich gekümmert und das sind dann solche, wie soll ich sagen, so Stahlnetze, wie, wie Ritterrüstung, also solche Ketten, Kettenhemden, sind dort, glaube ich, gespannt wurden, links und rechts von dem Tor, damit das nicht mehr so laut scherbelt. Und das war eine, ein Problem und das zweite war, dass dort äh, irgendwann mal als Fördermitteln auch finanziert, glaube ich, ähm, LED-Lampen hingekommen sind. Und die haben natürlich schon massiv dort bei den Leuten reingestrahlt. Die sind dann aber mal umgestellt worden. Da hat sich sagen mal, der größte Teil erledigt. Trotzdem ist es für die Leute schon nicht unbedingt schön, muss man akzeptieren. Aber mit diesem Lärm, das da geht es eigentlich primär darum, dass eben möglichst Samstag, Sonntag und nach 22 Uhr der Ruhe ist und wir sind da, ich war da selber bestimmt fünfmal draußen über die und Jahre. Sportverein am Wochenende Ruhe, ist ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen schwierig, aber sag mal, es entzündet sich oft daran, dass über das normale Maß hinaus doch schon manchmal Veranstaltungen waren und äh, sicher ist das ein toller Verein, aber ich, ich behaupte mal, wir könnten das jetzt austauschen. Wenn die Leute, die sich beschweren, in dem Verein wären, dann und die von dem Verein dort irgendwo wohnen würden, dann wäre die Situation genau dieselbe. Dann würde der auf den schimpfen und der auf den. Ich, mich wundert es deshalb, weil wir hatten sagen wir, vor vier, sechs Wochen ein Gespräch. Das war eigentlich sehr konstruktiv und dort ist nochmal gemeinsam das Ziel abgesteckt worden dahingehend, dass man sich an die normalen Zeiten hält. Und darum geht es. Also eigentlich geht es darum im, im, im Hauptgedanken, Festzustellen gemeinsam, das ist kein Bolzplatz. Es ist ein Sportplatz. Und der Unterschied zwischen einem Bolzplatz und einem Sportplatz ist der: Bolzplatz heißt, finde ich auch toll, ein paar Kinder gehen einfach immer von früh bis abends mit der Stirnlampe von mir aus, gehen die dort spielen und spielen und spielen. Und damit hast du dann natürlich eine permanente Geräuschkulisse. Die ist aber auf dem Bolzplatz nicht schlimm. Dort unten ist aber dieser Kunstrasen-Käfig mit diesen scheppernden Touren. Und wenn das als Bolzplatz genommen wird und permanent genutzt wird, haben die Leute ständig diesen Schall. Und ich denke, da kann man schon verlangen, dass man sich an gewisse Zeiten hält. Um nichts anderes geht es. Ansonsten Oder ist das eine ein toller dämpfende Lösung finden. Da, da ist schon alles diskutiert worden. Da ging es um Gummis, die man dahinter steckt und vieles, vieles mehr. Du kriegst die Geräusche eben nie ganz weg. Und da liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Ich kann beide Seiten verstehen. Also ich habe da schon mir Audiodateien mit Geschrei anhören müssen. Und äh, ich denke, das ist ein bisschen zu einfach, äh, wie man das ja auch. Ich, ich man muss ich, ein Verständnis für die Leute habe ich auch. Also auch die, die das geschrieben haben, oder oben mal einziehen, dass mal eine Weile mitmachen, dann sehen sie die Welt auch anders. Äh, und die Leute oben, die haben nichts gegen den Verein. Viele von denen waren früher selber in dem Verein. Und nur weil das in dem Verein mehr sind als dort, wegen vielleicht zehn Anwohner, äh, da die müssen die auch nicht zwingend recht haben. Die Wahrheit liegt zur Mitte. Ich denke, wir haben jetzt ein bisschen einen Weg. Und das Ziel war Sportplatz und kein Bolzplatz. Darum ging es. Und das haben jetzt, denke ich, alle begriffen. Und da hoffe ich mal, dass sich das mal löst jetzt. Okay. Der Sächsische Wandertag steht im kommenden Jahr an. Dazu gab es im vergangenen Monat eine Informationsveranstaltung. Wie laufen denn dort die Planungen jetzt weiter und inwiefern kann man sich einbringen? Ja, das, das läuft an. Das ist schon mal gut. <lacht> ja. <lacht> geht, geht wandern. Ja. Soweit ich das weiß, werden jetzt diese ganzen Touren zusammengestellt und so weiter und so. Weiter. Also wer Fragen hat, am besten zur Tourist Info gehen, Michi Wächter, Frau Manja ich diesen dort fragt die oder Stadtinfo hier bei uns in dem Haus, Marlene Sandmann, die machen das, organisieren das alles, fragt die. Ich auch gerne die wandern. Planung laufen. Die das Planung laufen. <laughs> <laughs> Wie laufen denn die Planungen zum Weihnachtsmarkt? Wie stehen dort die Chancen? Auf was können wir uns dort freuen? Oder schießt Corona noch dazwischen? Das kann man jetzt vermutlich noch nicht so ganz voraussagen. <laughs> Wand einbauen. Nee, ich glaube das nicht. Also wir ziehen das Ganze noch mal durch. Wann findet das statt? Und der Weihnachtsbaum kommt. Äh, muss ich, mal, ich hat mir extra ein Zettel gegeben, die Mädels hier. Genau, vom 25.11. bis 11.12. Also. Höhepunkt hatten Sie ja geschrieben, Lampion-Umzug am 25.11., Bulli, das Maskottchen vom RB Leipzig kommt am 29.11., Stollenprämierung am 4.12., das wird spannend. Bin ich ja gespannt, wer gewinnt. Ähm, ja, es bleibt dabei, ich weiß sogar schon, wo der Weihnachtsbaum herkommt. Übrigens, zum Thema Weihnachtsbaum, bitte keine Weihnachtsbäume mehr anbieten, weil ich und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden regelmäßig mal angerufen, du, ich habe ja einen ganz tollen Baum, ich mache oh. dir einen guten Preis, wir haben ungefähr 50 Bäume auf der Liste, weil alle kostenlos ihre Bäume entsorgen so wollen. So viele passen nicht. Wir auf brauchen den nicht so viele Bäume. Wir haben genug Bäume. Also, wir haben eine ganze Liste mit Bäumen. Ähm, ne, ansonsten bleibt das eigentlich unverändert. Ein volles Programm wird es dann sicherlich genau, wieder unsere, die zwei unsere, Wir hatten ja mal eine gebrauchte Eisenbahn gekauft. Da hatten wir letztens gerade ein Gespräch. Die hat ja Uwe Müller damals organisiert mit Frank Schütz, aus dem Norden geholt. Hier für kleines Geld hat man einen Sponsor, das war toll. Die ist natürlich gebraucht, die macht uns technisch ein bisschen Sorgen. Ich denke, die wird durchhalten. Äh, pff, ja, ansonsten bleibt das alles, wie es ist. Kann man den leuchtenden Weihnachtsexpress nochmal aufgreifen? Der kam ja sehr gut an die letzten Jahre. Ja gut, der, der, der Weihnachtsmann-Express, der ist ja aus der Not geboren damals, weil wir gesagt haben, wir wollen den Kindern irgendwas bieten. Und, den äh, kleinen und den großen es, Kindern. Es durfte keiner raus und da haben wir das dann, das war eine tolle zeichnet uns ein Grill aus. Also wir was machen, das die, ich muss die Idee her und dann helfen alle mit. Und da hatte ich ein paar Leute angerufen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, allen. Ähm, aber ich denke, wenn normales Weihnachtsgeschäft ist, dann würde das einfach untergehen. Aber damals war es ja so, es lag so dann nieder und keiner konnte raus. Und da haben wir gesagt, wenn ihr nicht zum den Weihnachtsmarkt kommen könnt, dann kommen wir zu euch. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich denke, haben wir auch ein Zeichen gesetzt. Das war eine tolle Geschichte. Ähm, aber jetzt denke ich, Tut es nicht notwendig. Also der Aufwand ist nicht ganz ohne. Du musst das wirklich schon gut organisieren. Du warst Notstrom haben wir jetzt. Notstrom haben wir ja alle. <laughs> ja, aber äh, das, das war nicht ganz ohne. Ich, ich, wenn Corona wieder erwarten zuschlagen sollte, was ich, ich glaube, dann wir sind gerüstet. Man kann es ja auch ohne Corona machen, in größeren Abständen dann vielleicht. Naja, es ist, es ist situationsbedingt. Sagen wir. Das war, hat, hat Spaß gemacht. War, war niedlich. Also Ich habe das, hab das auch aus der Ferne gefilmt, wo der da so ja. hier. Das war toll. War schön. War eine schöne Sache, ja. Gibt es weitere Themen, die Sie beschäftigen? Wir sind am Ende unserer Sprechstunde mit den Fragen angekommen. Die mich beschäftigen? Wir haben gerade ein paar schöne Themen zum Schluss gehabt. Das ist eigentlich auch mal was ganz Gutes. Ja, also, ja, ich würde mir wünschen, dass so ein bisschen mal wieder ein bisschen Normalität einzieht. Das sind schon so verrückte Zeiten, egal wo man hinkommt. Und das würde ich mir wünschen. Vielleicht kommt auch Weihnachtszeit mal so ein bisschen, kommt vielleicht doch mal ein bisschen zur Ruhe. Es ist eine Zeit ständig mit Veränderungen. Und das, ist schon, das muss man mal nüchtern, nüchtern darstellen, was wir in den letzten Jahren alles so erlebt haben. Also, ob das diese Syrien-Krise war und dann die Pandemie und jetzt haben wir wieder den Ukraine-Krieg. Also, dass die Leute so ein bisschen verunsichert sind und unzufrieden mit vielen Dingen, das kann man schon nachvollziehen. Und ich denke, da ist auch die Politik gefragt, genau zuzuhören, sich alles wegzubügeln und immer mal zwischen Allgemeinplätzen, Es war letztens auch die Rede vom Bundespräsidenten, das sind immer so Allgemeinplätze mit Zusammenhalten und ja, und nee, 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 ich denke, es, ist, es, ist auch, es sind ein paar Dinge, die müssen wir mal ganz konkret beantworten, mal angehen und das geschieht mir zu wenig. Das muss ich ganz klar sagen. Das, der Ernst der Lage ist bei vielen noch nicht so richtig erkannt worden, und das macht mir eigentlich Sorgen, weil ich denke, je eher wir anfangen hier, desto besser und schneller können wir es vor allen Dingen zum Besseren wenden. Und momentan wird alles noch so ein bisschen weggedrückt. Das macht mir Sorgen. Dann schauen wir mal, wie es dort weitergehen wird. Wenn Sie, liebe Zuschauer, eine Frage haben, dann stellen Sie uns die gerne an bürgerdialog.muldental.tv. Die nächste Sprechstunde findet dann wieder am ersten Dienstag im Monat statt. Das ist dann der 6.12. mitten im Weihnachtsmarkt. Wer weiß, was da noch. Imp das ist ja zum Nikolaus. Ist ja verrückt. Dann sehen wir uns zum Nikolaus wieder um 17.30 Uhr. Schicken Sie uns ihre Fragen gern bis dahin an uns und damit verabschieden wir uns und wünschen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch danke.